So, da bin ich wieder. Wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Ich hoffe, dass das Video, dass ich das dennoch dann gleich hochladen kann. Also das von eben. Wir waren hier bei einem Beweis und wollten den jetzt durch Widerspruch zeigen. Und wir wollten jetzt einfach mal annehmen, der Abstand hier sei tatsächlich 0 und wollen das nun zum Widerspruch führen. Dazu wenden wir die Definition an. Also, was ist die Definition von dem Teil hier? Ich habe es hier schon mal aufgeschrieben. Also, x Element k, y Element dem Komplement von Omega. Hier soll jetzt xy das hier gleich 0 sein. Also das ist nichts anderes als die Definition von dieser Aussage hier. Und die müssen wir jetzt irgendwie beweisen bzw. widerlegen. Also wir müssen diese Aussage hier zum Widerspruch führen. Also was folgt daraus, wenn der Abstand zwischen so einem x und so einem y also beliebig klein werden kann? Was folgt daraus? Daraus folgt, es existiert eine Folge xn, yn. N läuft durch die natürlichen Zahlen mit xn Element k, yn Element Komplement von Omega und das natürlich für alle n und der Limes vom Abstand dieser beiden ist 0 für n gegen unendlich. Ja? Also das bedeutet, diese Folge geht gegen 0 und sowas muss existieren, damit das Infinium hier 0 ist. Also es muss so eine Folge von hier in diesem Raum K finden und in diesem Komplement von Omega, sodass die sich beliebig nah werden. Kommen. Beliebig nah kommen. Ja, und das müssen wir irgendwie zum Widerspruch führen. Wie machen wir das? Gut, wir haben bis jetzt noch gar nicht viel ausgenutzt von dem, was wir über unsere Mengen wissen. Wir sollten im Beweis vielleicht mal ausnutzen, dass K kompakt ist und dass dieses Omega offen ist. Wenn wir das nicht machen, dann wäre die Eigenschaft ja überflüssig gewesen. Aber das war mit Sicherheit nicht überflüssig, denn sonst hätte man ja vielleicht auch noch. Also, wenn wir das hier nicht festsetzen, dann kann ich euch gerne auch mal Gegenbeispiele geben. Aber wir werden diese Eigenschaft jetzt brauchen. Was bedeutet das? Wir haben hier eine Folge von je zwei Elementen. Wir können jetzt natürlich auch nur mal diese Folge betrachten. Also sage ich mal, betrachte die Folge xn. Die läuft ja in unserem kompakten Raum. Das heißt, wir haben eine Folge in einem kompakten Raum und jetzt, wie können wir die Kompaktheit ausnutzen? Für jede Folge, die in einem kompakten Raum läuft, wissen wir aufgrund der Kompaktheit, dass es eine konvergente Teilfolge gibt. Also, daraus folgt, es existiert eine Folge xkn, n Element n mit Limes. Sorry, n gegen unendlich von xkn ist x und dieses x ist nk. Also das ist Ausnutzung der Kompaktheit. Das hier ist jetzt eine Teilfolge und die ist so gewählt, dass sie konvergiert gegen ein x und das liegt auch in k. Also das folgt aus der Kompaktheit. Sowas gibt es immer. Wenn wir eine Folge im Kompakten haben, dann können wir immer eine Teilfolge aussuchen, die konvergiert und egal wie wir diese Teilfolge aussuchen, solange sie konvergiert, liegt der Grenzwert auch in K. Das ist eben Eigenschaft der Kompaktheit. Wer das jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, der kann sich ja zu Kompaktheit nochmal informieren. Okay, und das ist schon eine ganz, ganz starke Aussage. Ja, was bedeutet das? Also dieses X, dieser Grenzwert dieser Folge liegt in K. Was folgt daraus? Daraus folgt natürlich, dass dieses x auch in Omega liegt. Warum?
war ja Teilmenge von Omega. Omega war aber offen, das heißt, es existiert ein Epsilon größer 0 mit der Kugel mit Radius Epsilon um x, die liegt noch in Omega. Also das ist gerade die Offenheit, die wir von Omega jetzt ausgenutzt haben. Also jetzt haben wir sowohl ausgenutzt, dass K kompakt ist, als auch, dass Omega offen ist und dass K Teilmenge von Omega ist. Also jetzt haben wir schon ziemlich viel ausgenutzt von dem, was wir hier stehen haben. Mal sehen, ob wir noch was brauchen. Ja, gut, also diese Kugel können wir finden. Und nun wollen wir mal ein bisschen aufschreiben, was jetzt hier so zusammenkommt. Wir nutzen jetzt also aus, wir wissen hier einmal, dass diese Folge gegen x konvergiert und zum anderen, dass diese Folge gegen 0 konvergiert. Schauen wir erstmal, was es bedeutet, dass diese Folge gegen x konvergiert. Daraus folgt, es gibt ein N0 aus den natürlichen Zahlen mit der Abstand von x, also unserem Grenzwert, und xkn ist kleiner als epsilon halbe für alle n größer gleich n 1. Ja, warum ist das so? Das ist gerade die Eigenschaft, dass diese Folge gegen x konvergiert. Also wenn ich nur weit genug gehe, liegen die Werte hier beliebig dicht zusammen. Ich nehme jetzt einfach mal mein Epsilon von hier oben. Genauso weiß ich allerdings die gleiche Sache für meine Folge mit D, weil ich hier den Abstand hier haben wollte. Also genauso kann ich natürlich sagen, dass xkn und ykn auch kleiner als epsilon halbe voneinander sind, für alle n größer gleich n2. Denn ich weiß ja, wenn wir dieses k hier weglassen, dann konvergiert das gegen 0. Aber dieses k macht daraus ja nur eine Teilfolge. Aber jede Folge, die konvergiert, impliziert natürlich auch, dass alle Teilfolgen konvergieren, und zwar gegen den gleichen Grenzwert. Eine Folge konvergiert genau dann, wenn alle Teilfolgen konvergieren, und zwar gegen denselben Grenzwert. Von daher ist das sicherlich auch richtig. Wir definieren jetzt n als das Maximum von n1 und n2. Warum? Weil wir dann beide Aussagen für dieses n hätten wir diese beiden Aussagen. Warum? Weil die Aussage gilt für alle n größer gleich n1 und die für alle n größer gleich n2. Und weil das Maximum der beiden natürlich größer gleich n1 und größer gleich n2 ist, gilt die Aussage also für gelten also beide Aussagen sagen für dieses n. Ja, und jetzt betrachten wir einfach mal den Abstand zwischen x und ykn. Hier beachten, dass wir hier ein großes n haben. Jetzt können wir die Dreiecksungleichung, die in jedem metrischen Raum gilt, ausnutzen. Wir gehen jetzt erstmal von x nach xkn und von hier aus jetzt nach ykn. Warum machen wir das? Weil wir diese beiden Sachen hier gerade schon abgeschätzt haben. Also wir wissen, das hier ist kleiner als epsilon halbe, das auch, also ist das Gesamte kleiner als epsilon. Gut, was folgt daraus? Also der Punkt ykn ist weniger als epsilon von x entfernt. Daraus folgt, ykn liegt im Ball mit Radius epsilon um x. Das liegt aber in Omega. Daraus folgt, ykn liegt in Omega, und daraus folgt, ykn liegt nicht
im Komplement von Omega. Sonst könnte es nicht in Omega liegen. Ein Element liegt entweder in Omega oder im Komplement von Omega. Also nur eine der beiden Möglichkeiten ist möglich, natürlich. Ja, und was sehen wir jetzt? Also jetzt sind wir eigentlich fertig. Denn wir haben ja angenommen, dass alle yn im Komplement von Omega liegen. Und jetzt haben wir hier ein yn, also wir müssen dieses kn hier natürlich auswerten, das gibt uns dann ein n zurück, gefunden, sodass das nicht in Omega-Komplement liegt. Habe ich hier gerade Omega oder Omega-Komplement gesagt? Also ich meinte natürlich Omega-Komplement. Gut, das ist natürlich ein Widerspruch und damit ist gezeigt, unsere Annahme war falsch. Und wir sind fertig. Okay, dann belassen wir es jetzt erstmal dabei und sehen uns dann bestimmt demnächst wieder in einem anderen Video.